Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer der Zukunft Personal, Digital Experience und auch der Zuschauer im Great Place to Work Blog. Wir sind heute auf der Zukunft Personal, Digital Experience und haben heute einen besonderen Anlass. Denn mit mir schaue ich Andreas Schubert, Geschäftsführer der Great Place to Work, gemeinsam mit der Zukunft Personal, unserem Partner, nach Gießen. Dort begrüße ich ganz herzlich Annette Pasco, meine Interviewpartnerin heute hier auf der Zukunft Personal Digital Experience. Liebe Frau Pasco, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, Herr Schubert. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, liebe Frau Pasco, wir kennen Sie als Great Place to Work seit vielen Jahren, denn Sie sind ein der besten ausgezeichneten Unternehmen im letzten Jahr unter Europas beste Arbeitgeber, Nummer eins ihrer Größenklasse. Das ein oder andere Unternehmen mag Sie noch nicht kennen oder Zuschauer. Deswegen, liebe Frau Pasco, würden Sie sich kurz vorstellen und dem Zuhörer- und Zuschauerkreis kurz die Pasco Naturmedizin vorstellen? Ja, sehr gerne. Ja, wir stellen seit 125 Jahren Naturmedizin her. Also pflanzliche Arzneimittel, hochdosierte Vitamininfusionen. Und gemeinsam mit meinem Mann führen wir unser Familienunternehmen im Sinne der Naturmedizin und natürlich im Sinne unserer Mitarbeiter und auch Kunden. Spannend. Wie viele Mitarbeitende sind es bei Ihnen? Ja, wir haben rund 200 Mitarbeiter hier in Deutschland. 200. Sie sind aber auch international, haben einzelne Kollegen in Kanada, wenn ich das richtig sehe, und Ganz anderen genau, Ländern. in der Slowakei, in Tschechien und haben neu eine Tochter noch letztes Jahr in UK gegründet. Okay, also made in Gießen, made in Germany und weltweit tätig mit den Standorten. Liebe Frau Pasco, und Sie haben eine Besonderheit. Sie haben tatsächlich auch Menschen aus ganz verschiedenen Hintergründen, gewerbliche Kolleginnen und Kollegen und aus anderen Bereichen. Können Sie uns kurz das Profil der Menschen beschreiben? Ja, ich denke auch gerade produzierende Unternehmen haben natürlich nochmal ganz, ganz besondere Herausforderungen, auch gerade was das Gesundheitsmanagement angeht. Die müssen auch manchmal körperlich oder oft auch körperlich arbeiten. Wir haben Fließbandarbeit, wir haben auch schwere Dinge zu heben. Und da achten wir ganz, ganz besonders auf diese Mitarbeiter im Rahmen von unserem Lean-Management von Gemba Works, also am Ort des Geschehens, und schauen einfach, dass die Hebelhöhen angepasst sind, dass eben wirklich alles auf Augenhöhe oder auf Armhöhe ist und ja, alles, was sich die Mitarbeiter wünschen, um das Arbeitsleben für sie angenehmer zu machen, darauf schauen wir. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ganz viele Büroarbeitsplätze auch und da sind wir auch seit Jahren dabei, dass es natürlich diesen Mitarbeitern auch sehr gut geht, haben viele Jahre schon höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Sattelstühle, damit auch die Durchblutung sozusagen an der Hinterseite etwas besser funktioniert und man etwas gerader eben auch einfach sitzt. Und natürlich haben wir seit 30, 40 Jahren auch schon Massagen in unserem Angebot, haben unsere Yogakurse, Rückenschule, all diese ganzen Dinge. Sehr spannend. Liebe Frau Pasco, Sie sind direkt ins Thema eingestiegen, warum wir nämlich hier sind. Wir Ja. sind heute hier da und Sie haben schon seit 30 Jahren das Thema Gesundheit und schon länger, denn ich weiß, dass Sie in der dritten Generation das Unternehmen führen und auch schon die Vorgeneration hatten das Thema auf der Agenda. Also Nachhaltigkeit in Gesundheit ist das Thema, dem wir uns heute widmen. Und Ihnen dürfen wir den Sonderpreis für nachhaltiges Gesundheitsmanagement im Jahr 2021 übergeben. Liebe Frau Pasco, herzlichen Dankeschön. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wollen wir das gleich noch beleuchten, was dahinter steht. Also, den Sonderpreis Gesundheit vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ist ein Preis, den wir unter den besten Arbeitgebern in Deutschland aussuchen. Dort sind natürlich alle Unternehmen durch eine Mitarbeiterbefragung evaluiert. Die Mitarbeitenden haben das Feedback gegeben, wie sie die Kultur und die Rahmenbedingungen des Unternehmens erleben. Und gleichzeitig evaluieren wir die Maßnahmen und Instrumente der Unternehmen. Und bei unserem Sonderpreisträger Pasco können wir sehen, dass das Erleben der Menschen in der Kultur insgesamt, aber auch in der Gesundheit insbesondere extrem gut aufgestellt ist und auch ein sehr weitreichendes Instrumentarium vorliegt. Also 98% der Beschäftigten, das müssen Sie sich mal vorstellen, bei Pasco sagen, das Unternehmen bietet uns gesundheitsförderliche Instrumente, die uns prima unterstützen. Liebe Frau Pasco, herzlichen Glückwunsch für den Sonderpreis.
Was macht vielen, das vielen für Sie? Dank. Also Glücksgefühle erstmal, Herr Schubert, vielen, vielen Dank. Erstmal großer Dank an unsere großartigen Mitarbeiter, die auch das ja gewortet haben bzw. anerkannt haben. Und natürlich auch danke an das ganze Great Place to Work Team, denn sie machen das ja mit auch transparent. Dieser Preis bedeutet uns unheimlich viel als Gesundheitsunternehmen, aber auch gerade in dieser wirklich für uns alle sehr, sehr herausfordernden Zeit umso mehr einen Gesundheitspreis in dieser besonderen Phase der Gesundheit auf dem ganzen Erdball so etwas erhalten zu haben. Es spielt bei uns auch wirklich eine sehr, sehr große Rolle in unserem Unternehmen. Es dreht sich nicht nur in der Produktion und im Verkauf alles darum, sondern natürlich auch wie bei jedem Unternehmen, auch in diesem Jahr bei unseren Mitarbeitern, wie bleiben die einfach alle, wir oder wir alle, gesund. Und ja. Deswegen vielen, vielen Dank. Und unser Leitspruch ist, gesunde Unternehmen, ein gesundes gesunde Mitarbeiter, ein gesundes Unternehmen. Prima. Frau Pascu, auf das Thema Corona werde ich auch noch mit Ihnen eingehen, aber ich würde das Gesundheitssystem bei Ihnen gerne umfassend beleuchten. Und es gibt auch aus Sicht von Great Place to Work wichtige Erkenntnisse, was ein Gesundheitsmanagement erfolgreich macht. Und das eine ist strategische Verankerung natürlich. Es ist nicht nur eine Summe an Maßnahmen, sondern es hat eine strategische Verankerung. Es hat ein Fundament, es hat eine Konzeption. Und am schönsten natürlich, wenn die Geschäftsführung selber dahinter steht. So, das kann ich bei Ihnen besonders in Ihrer Leidenschaft erkennen. Wie sind Sie zu dem Thema Gesundheitsmanagement bei Ihnen gekommen? Ja, Gesundheit ist Reichtum. Das hat bei uns schon der Firmengründer 1909 gesagt. Und in diesem Geist führen mein Mann und ich unser Unternehmen, dass das wirklich im Fokus, im Mittelpunkt steht, dass einfach auch die Mitarbeiter, die täglich für die Gesundheit der anderen Menschen da sind, dass die selber auch gesund sind und gesund bleiben dürfen. Sehr schön. Ja, also eine Tradition, die Sie aufgreifen und erfolgreich weiterführen. Frau Pascu, strategisches Fundament und Konzeption. Vielleicht geben Sie uns da ein bisschen Einblick. Was ist das Fundament Ihres Gesundheitssystems und Ihre Maßnahmen, die Sie dort entwickelt haben im Laufe der Jahre? Sehr gerne. Also ein bisschen muss ich dazu ausholen, aber es macht Spaß und Freude und ich verrate Ihnen ein paar Geheimnisse einfach. Ja gut, also wir haben uns angeschaut, wo die meisten Erkrankungen in Deutschland auch liegen, weshalb Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit kommen können. Und das ist allen voran der Bewegungsapparat, es ist psychische, seelische Belastung und natürlich auch die Infektanfälligkeit. Und das sind die großen Themen, die wir uns vorgenommen haben, wo wir dann unser Konzept, unsere drei Säulen aufgebaut haben und einfach Lösungsmöglichkeiten anbieten unseren Mitarbeitern. Zum Bewegungsapparat habe ich ja gerade in den Eingangsworten schon ein bisschen zu ausgeholt. Da spielen natürlich in unserer Produktion ganz andere Dinge eine Rolle als jetzt bei unseren Mitarbeitern, die am Schreibtisch arbeiten können und dürfen. Und da arbeiten wir wirklich laufend an Verbesserungen. Und wir haben auch eben zu diesen höhenverstellbaren Schreibtischen und Sattelstühlen individuelle Schulungen angeboten, sogar durchgeführt für jeden einzelnen Mitarbeiter, dass alles optimal auf den Mitarbeiter angepasst wird und ihm auch verschiedene Arbeitshöhen angeboten haben, wo man im Laufe des Tages wechseln soll. Und also das ist jetzt nochmal ein Beispiel, was das ergänzt. Angepasst haben wir es natürlich bei der Pandemie, dass wir das auch virtuell durchgeführt haben, unsere Yoga-Stunden und einfach, dass die Mitarbeiter auch weiterhin dazu angehalten werden, auch jetzt hier in so einer Videokonferenz eben auch mal zu stehen, wie ich jetzt heute. Und das sind ja so diese ganz kleinen Dinge, wo wir uns auch gegenseitig immer dann aufmerksam machen, wie oft wir schon gestanden haben am Tag. Das ist der Bewegungsapparat, Skelettmuskulatur, genau. Die eine Säule, spannend. Ich hatte aber auch gesehen, in der Produktion tatsächlich arbeiten Sie auch mit neuen arbeitsergonomischen Instrumentarien. Stecksysteme habe ich gelesen. Das ist so genial. Also das können wir auch. Die Arbeitsergonomie optimieren. Also das ist eine ganz wunderbare Sache oder Arbeitsmittel, dass man ganz einfach, und das ist überhaupt gar nicht teuer, durch diese Stecksysteme immer wieder auf jeden einzelnen Mitarbeiter diese Arbeitsplätze anpassen kann und darf. Und jeder Mitarbeiter kann zentimetergenau sagen, wie hoch er etwas haben möchte. Und das hat uns die Arbeit wirklich wesentlich vereinfacht, weil früher musste man hier eben einfach ganz neue Arbeitsmöbel einfach beschaffen. Und so hat man eben die Möglichkeit, das ist ganz individuell anzupassen. Also das wird gerne angenommen. Also es ist so wichtig. Also eine Essenz. Ja, die zweite Säule, das ist
ja, die Infektanfälligkeit spielt natürlich jetzt in diesem Jahr vielleicht nicht so eine Rolle, aber da vielmehr die Prävention, dass man ja einfach keinen Infekt oder, ne, wir wissen da, keine Erkrankung bekommen möchte. Und da haben wir oder bieten wir unseren Mitarbeitern einmal in der Woche eine Infusion an, wo ein Arzt in unser Unternehmen kommt und jeden infundiert, der das möchte. Das ist Vitamin C, es sind B-Vitamine und andere Spezialitäten, die dem einzelnen Mitarbeiter, der einzelnen Person gut tun, die der Arzt einfach empfiehlt. Und da war auch jetzt das Besondere, dass wir es geschafft haben, auch in diesem Jahr jede einzelne Woche weiterhin diese Infusion stattfinden zu lassen. Und das wurde natürlich unheimlich geschätzt, weil das ist, ja, da fühlt man sich aufgehoben, wie man eben wirklich als Mensch ist. Und da waren bei uns wirklich fast alle immer wieder da, natürlich Abstandsregeln und so weiter, Hygienevorschriften, kennen wir alles. Und das ist sehr, also es tut einfach der Gesundheit sehr gut. Auf der anderen Seite führen wir auch jeden Monat Gesundheitsvorträge während der Arbeitszeit durch, dass unsere Mitarbeiter wissen, wie halte ich mich denn überhaupt gesund? Weil, ne, ein gesundes Immunsystem, da spielt der Darm eine Rolle. Es spielt der Säure-Base-Haushalt eine Rolle. Ein gesundes Lymphsystem gehört dazu. Das wissen alles unsere Mitarbeiter und ja, achten eben einfach wirklich darauf. Und dadurch sind sie auch wirklich viel mehr gesund und dürfen das sein. Und auf die dritte Säule ist die Psyche, Seele. Das ist ein riesengroßes Thema. Ich denke, für uns alle auch wiederum mehr denn je. Es war früher schon, aber es ist natürlich jetzt noch eine größere Herausforderung gewesen. Und da spielen drei Komponenten bei uns eine Rolle. Zum einen unser transparenter Strategieprozess, bei dem jeder Mitarbeiter eingebunden ist. Jeder kennt die Ziele, weil er die selbst mit seinem Team sich steckt und die Maßnahmen daraus sich bildet. Damit erfährt er Wertschätzung. Jeder Mitarbeiter wird gesehen und ja, erkennt seinen Sinn für die Arbeit. Und ich denke, das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich weiß, wofür ich jeden Tag antrete und weshalb ich einfach wichtig bin für das Unternehmen, für meine Kollegen, weshalb ich gebraucht werde. Auf der anderen Seite haben wir noch dazu oder bedienen wir uns einem Persönlichkeitsanalyse-Tool. Bei uns ist Insights MDI, es gibt natürlich auch andere. Und Stärken an dieser Stelle, nur die Stärken unserer Mitarbeiter. Also man erkennt die Stärken, ist einer extrovertiert, introvertiert, Aufgaben sachbezogen oder menschenbezogen. Und genau danach setzen wir unsere Mitarbeiter ein und verstärken das. Und auch in den Teams achten wir auf bunte Teams, dass eben ja, von allen besonderen tollen Fähigkeiten einer vorhanden ist und machen aber auch das bewusst, dass der eine eben introvertierter ist und der andere extrovertierter, aber je nachdem eignet man sich ja für bestimmte Aufgaben eben einfach besser. Und dadurch haben wir eine hohe Zufriedenheit auch zwischen den Mitarbeitern. Und da gibt es eben kein Gekabbel mehr, weil man versteht sich. Man weiß, man fühlt sich auch wieder gewertschätzt. Man weiß, wo die Stärken auch seines Gegenübers liegen und natürlich auch die eigene. Hohe psychische Zufriedenheit auch wieder an dieser Stelle. Ja, und zum Dritten kennen wir uns schon seit Jahrzehnten mit der Psyche bestens aus und wissen auch, wie man pflanzlich da, ja, sich ein bisschen mal Hilfe holen darf mit Passionsblume, Johanniskraut oder Baldrian. Das wissen auch unsere Mitarbeiter, bedienen sich auch daran. Und selbst ich heute habe ein bisschen Pasco-Flair genommen, wenn ich jetzt so mit Ihnen rede. Okay. Nicht zuletzt sind Sie ein Great Place to Work und arbeiten auch an dem Thema der psychischen Gesundheit durch eine besondere Unternehmenskultur. Auch das sei absolut. Also da ist mein Hauptstichwort wirklich das Resonanzgesetz, dass man einfach sich so verhält, wie man auch selbst gerne behandelt werden möchte und wie man in den Wald reinruft, so schallt es heraus. Und das sind Vorträge, ja, die kommen mehrfach jährlich bei unseren Mitarbeitern vor, weil wir das einfach ganz, ganz wichtig finden, dass jeder Mensch sich auf Augenhöhe begegnet. Ja, ja. Ich darf erwähnen, also Ihr strategisches Mitnehmen, Sie sind auch mitten in der digitalen Transformation und habe dort spannende Projekte bei Ihnen beobachten dürfen, wie Sie die Menschen auch mitnehmen auf den Weg. Vielleicht den kurzen Ausflug noch mitgenommen. Was haben Sie da getan? Ja, also wir haben schon sehr, sehr früh wirklich angefangen, digital unterwegs zu sein. Wir haben bereits schon seit 2003 eine papierlose Produktion, was etwas sehr Besonderes ist, durch SAP realisieren können. Wir waren das erste Pharmaunternehmen, was das auch wirklich umgesetzt hat. Unsere Change Controls, unsere IBA-Freigaben, also alles, was ein Pharmaunternehmen haben muss, läuft bei uns komplett digital. Und das war natürlich eine sehr, wir sind in der Cloud auch mit all unseren Unternehmens der relevanten System. Und deswegen ist es sehr, sehr leicht gewesen, dass wir auch ins Homeoffice oder ins mobile Arbeiten wechseln durften.
und konnten und konnten das wirklich auch per Knopfdruck machen. Und ja, was uns einfach wichtig ist, ist, dass man sich eben auch mal sehen darf und dass man ja eben auch wirklich gemeinsam auf sich achtet. Also dass nicht einer alleine jetzt zu Hause arbeiten muss, sondern dass man diesen Teamgedanken eben auch wirklich hat. Genauso haben wir aber auch unsere Strategie-Meetings und auch Brainstorming-Meetings in Teams geholt. Wir bedienen uns da Microsoft Teams und da kann man ja auch sich die Wände gestalten und brainstormen. Und ganz ehrlich, wir waren genauso produktiv in unseren Strategie-Meetings wie auch ohne und oder live. Also das fanden wir ganz, ganz toll. Und da auch nochmal der Dank an unsere Mitarbeiter, aber auch an unsere IT, wie großartig das wirklich gelaufen ist. Und wir haben auch wiederum in der Produktion die Arbeitssets mit Kameras ausgestattet, sodass auch die Mitarbeiter ja mit Kamera an solchen Meetings eben einfach dran teilnehmen dürfen, wenn sie das wollen. Also das ist ja immer auch ein bisschen freiwillig, aber in so einem Meeting ist es einfach schöner und wir haben es auch genutzt. Man sieht sich. Ja, sehr gut. Prima. Drei Säulen, ganz spannend. Also Skelettmuskulatur, Infektion und die Psyche und die Kultur als ihre Standbeine über viele Jahre geholt und spannend auch dabei zurückgespiegelt, dass Sie den Strategieprozess und die Einbindung in diesen Strategieprozess als ein Teil Ihres Gesundheitsmanagements betrachten, dass Sie Menschen gut abholen für ihre Arbeit. Eine Erkenntnis, die wir als Great Place to Work haben, ist auch ein gesundes Gesundheitsmanagement agiert bedarfsorientiert. Nicht, was man glaubt, was andere gut finden, sondern was die Menschen aktuell brauchen. Und die Bedarfe ändern sich nun auch ständig. Deswegen meine Frage an Sie, wie stellen Sie Bedarfsorientierung in Ihrem Gesundheitssystem her? Also zum einen fragen wir regelmäßig unsere Mitarbeiter. Also bei Kursen, die laufen bei uns 10-mal und dann fragen wir, soll er wieder stattfinden? Unsere Benchmarks sind 10 Mitarbeiter, Teilnehmer sollten dabei sein. Wenn die Kurse runtergehen, dann hören sie eben automatisch auf. Wir brauchen keine Kurse, nur weil sie eben einfach mal da sind. Aber dann kommt das eben auf, dass die Mitarbeiter sich selber auch drum kümmern und dafür sorgen, dass es gar nicht leer erst wird. Also Yoga, das ist immer der absolute Liebling. Rückenschule haben wir dafür so alle 3 Jahre immer mal wieder eine Einheit und dann ist es eben erstmal wieder bei den Mitarbeitern gut. Kung Fu hatten wir eine Zeit lang und so ändert sich das. Zumba hatten wir und so ändert sich das immer. Und da hören wir auf unsere Mitarbeiter, was sie uns eben auch schreiben. Wir haben das fest verankert in unseren 1-zu-1-Gesprächen. Da fragen wir auch nochmal ganz persönlich jeden einzelnen Mitarbeiter, was wünscht er sich noch, was nutzt er, was wünscht er sich noch und können das dann rausfiltern und eben auch wirklich umsetzen. Zusammengefasst ist das alles in unserer Gesundheitskarte. Die kann man freiwillig befüllen, freiwillig abgeben. Also das ist einfach sonst Datenschutz, die Herausforderung, wird aber auch bei uns freiwillig eben sehr, sehr viel genutzt und gemacht. Und da kann man ja auch sehen, wie oft wurde eben etwas in Anspruch genommen und eben auch wirklich wie gerne. Und die prämieren wir dann auch immer ganz schön und deswegen wird das gerne angenommen. Okay, Sie haben einen eigenen internen Preis für nachhaltiges Agieren in Gesundheit. Genau, wenn man gut mitmacht. Wer gut mitmacht, super. Also Sie spannend auch, dass Sie im Rahmen der Mitarbeitergespräche tatsächlich die Gesundheitsförderungsbedarf als Agendapunkt haben. Denn das ist nicht in vielen Unternehmen, dass man das als einen Agendapunkt fest in die Mitarbeitergespräche mit einbringt. Sehr gut. Jetzt sind wir in Corona und haben eine besondere Situation. Durfte sehen, Sie haben Gesundheit nach innen gelebt und haben es aber auch nach außen gelebt. Deswegen darf ich dieses gerne sehen. Sie haben eine sehr große Spende für eine Klinik gegeben, wo Pflege stattfindet. Was hat Sie motiviert, das zu tun in diesem Jahr? Oh, es war kurz vor Weihnachten und wir haben unseren Mitarbeitern eben eine Corona-Prämie, also da gab es ja schöne 1.500 Euro steuer- und versicherungsfrei zukommen lassen und weil wir einfach fanden, wir waren eine tolle Mannschaft und haben gut zusammengestanden und waren eben auch gesund und da und haben dann eben am 17. Dezember einen Artikel gelesen, dass die Pflegekräfte jetzt keine Corona-Prämie hier in unserer Uniklinik bekommen sollten und das hat uns einfach mitgenommen. Also wir sind sozusagen mal in einen kurzen Weihnachtsurlaub oder Lockdown, wie man so will, gegangen hier für uns. Und dann mussten wir uns aber sofort noch vor Weihnachten und zwischen den Jahren dieser Thematik annehmen und haben einfach gesagt, wir spenden 100.000 Euro für die Pflegekräfte.
Ich habe noch versucht, dass andere Unternehmen mitmachen. Also vielleicht finden wir auch noch mal ein paar. Bis zum 30. Juni wurde es ja verlängert, dass auch die Mitarbeiter eine Corona-Prämie erhalten dürfen und können. Also falls ein Unternehmen uns noch hört, wo es letztes Jahr auch wirtschaftlich gut gelaufen ist, vielleicht haben Sie ja Lust, dort mitzumachen. Sprechen Sie uns an, wie wir das gemacht haben. Wie muss man ja einfach schauen, wie man das eben dann auch steuerlich hinbekommt. Und die Kliniken können es auf jeden Fall jetzt noch an ihre Mitarbeiter auszahlen. Also wir fanden das einfach wichtig, weil wir leben hier in einem Kollektiv und diese Mitarbeiter, die leisten ganz herausragendes derzeit, mehr als wir derzeit alle hier zusammen, denke ich, geben, weil das ist eine ganz besondere Situation unter Lebensgefahr wirklich arbeiten zu müssen, erst recht, wenn man zuerst ja gar nicht wusste, was überhaupt für ein Virus auf einen zukommt. Und das ja. Bewundern wir im höchsten Maße. Und ja, das war uns wichtig. Uns geht's gut und das wollen wir einfach dann weitergeben. Prima. Aber Sie haben sich auch intern dem Thema gewidmet, Corona. Was hat das bei Ihnen intern bedeutet? Wo haben Sie reagieren können in dem Erleben und in dem Bedarf der Menschen bei Ihnen? Ja, also wir sind bis heute noch alle sozusagen, die können zu Hause und arbeiten von zu Hause aus. Es ist auch keiner zwischenzeitlich wiedergekehrt, weil natürlich auch viele Familien haben und für die Kinder da sein müssen. Wir haben das von Tag 1 sofort montags, freitags kam die Nachricht, montags waren alle zu Hause und haben sich mit ihren Laptops eben einfach eingerichtet darauf. Und dann sind alle Besprechungen ganz normal weitergelaufen. Also das lief fantastisch in unserer Produktion. Wir haben da sehr gute Filter auch und Luftreinigung sowieso als pharmazeutisches Unternehmen. Aber auch da haben wir 2 Schichten eingeführt. Also das hätten wir, also aber diese hätten wir gar nicht gemusst, aber diese normale Tagesschicht, die haben wir einfach in 2 Tagesschichten aufgeteilt, damit sich diese Menschen nicht regelmäßig begegnen, dass wir immer mit einer Gruppe leistungsfähig und da sein können, wenn eine andere Gruppe sich angesteckt hätte. Also wir haben auch mal für eine Woche stilllegen müssen. Ist aber ist so, ist nichts jetzt passiert bei den Mitarbeitern, aber da kam von außen einer, der eine Maschine repariert hat, hatte Corona und dann sind wir auch nur mal Vorsicht wirklich einfach gegangen. Das ist uns wichtig. Also das Wichtigste ist, dass unsere Mitarbeiter geschützt sind. Das steht bei uns ganz oben. Ja, auf der anderen Seite haben wir dann aber auch geschaut, wo man sich so ein bisschen wieder gefunden hat, dass wir eben, wie gesagt, die Yogakurse virtuell haben stattfinden lassen können, dass wir wirklich immer einen Arzt bekommen haben, der sich getraut hat, uns zu infundieren. Das war ja für die auch eine große Herausforderung. Die wollten das ja auch nicht so gerne. Aber wir haben gesagt, wir brauchen das, um gesund zu sein. Und das haben wir geschafft. Eine ganz wichtige Sache sind unsere monatlichen Belegschaftsversammlungen, dass man sich so sehen darf, dass die Mitarbeiter uns als Geschäftsführung gesehen haben, dass sie die Nähe gespürt haben. Wir haben aufgeklärt über die aktuelle Studienlage bezüglich Corona, dass wir auf Fragen reagiert haben, die Mitarbeiter hatten. Wir haben ja nun auch Ärzte bei uns im Team. Also, dass wir wirklich die Mitarbeiter dort abgeholt haben, wo sie gerade stehen und alles versucht aufzuklären, was unsere Mitarbeiter an Fragen insgesamt zu diesem Thema hatten und immer offen kommuniziert. Also, ich denke, das war jetzt das A und O. Dann haben wir natürlich Masken und also all das, denke ich, was viele andere Unternehmen auch haben. Das haben wir natürlich auch gemacht, das ist eine Selbstverständlichkeit und jetzt natürlich die Tests, also die liegen bei uns schon ganz lange im Büro, aber will sich gar nicht, keiner regelmäßig so testen lassen. Gut, wenn es dann sein muss, dann werden das ja unsere Mitarbeiter auch machen. Wie gesagt, es ist alles parat und ist sowieso alles da und aber wir haben also großen Abstand, also das ist uns weiterhin sehr, sehr wichtig, ja. Auf der anderen Seite, ich will jetzt auch mal positiv reden, haben wir ja auch viele Unternehmen ganz große Chancen in diesem Jahr gehabt, wirklich im letzten Jahr einen Riesenschub Richtung Digitalisierung zu tun und sich zu trauen, Videokonferenzen durchzuführen, sich zu trauen, Brainstormings durchzuführen. Und ich glaube, auf Dauer ist es für die Mitarbeiter, die auch wirklich am Schreibtisch bisher gesessen haben und selbst sitzen durften, dass man das auch natürlich mit nach Hause nehmen kann und von dort aus auch eine Menge regeln kann und arbeiten kann. Und das wird zugenommen haben und hat auch, denke ich, den Führungskräften die Herausforderung davon so ein Stück weit genommen, weil wir haben alle gesehen, wie gut es funktioniert. Und das finde ich bemerkenswert. Und das, denke ich, ist das ein ganz tolles und großartiges Ergebnis auch von dieser großen Herausforderung, die wir bisher aber hatten. Aber man muss es ja auch positiv sehen.
Ja, Sie, vielleicht da darf ich noch kurz reinspringen. Also Menschen, die ins Homeoffice gehen, können sich schützen. Gewerbliche Mitarbeitende haben es schwieriger. Wie konnten Sie das herstellen, dass da keine Zweiklassengesellschaft entsteht in Sachen Sicherheit und in Sachen ja, der Gesundheitsprävention? Also wir kommunizieren da wirklich ganz offen und auch unsere Mitarbeiter in der Produktion wissen durchaus, dass zu Hause das nicht alles angenehm ist, weil auch darüber haben wir dann offen gesprochen, ne? Wenn dann die Kinder da sind und ja, dass auch die Meetings in der genauso selben Geschwindigkeit stattfinden. Also das war einfach ganz wichtig, dass auch unsere Produktionsmitarbeiter gesehen haben, die sind jetzt nicht zu Hause und machen da alle nichts, sondern da geht es unter Umständen, wird sogar teilweise mehr gearbeitet als vorher, weil man ja noch besser einfach erreichbar ist. Also diese Transparenz zu schaffen, denke ich, war wichtig. Wir haben aber auch mit unseren Mitarbeitern, die auch Kinder hatten, geguckt, dass sie eben auch Arbeit, also in unserem Labor haben wir das sehr gut geschafft, dass die die Tests einfach im Labor durchgeführt haben und dann die Auswertung zu Hause. Also da haben wir wirklich geschaut, welche Arbeit kann von zu Hause aus durchgeführt werden. Also das war für die Mitarbeiter wirklich eine Entlastung auch an dieser Stelle und werden wir natürlich jetzt in Zukunft noch viel mehr darauf achten, dass auch die neueste Technik, also man kriegt nun auch nicht sofort immer dann alle Maschinen, wo es geht. Also manche waren veraltet, da ging das dann nicht, aber bei den meisten ging das dann eben, dass so gearbeitet werden konnte. Und bei den Produktionsmitarbeitern, da haben wir natürlich auch geschaut, wer wann arbeiten kann und arbeiten darf und das auch mit seinen Kindern hinbekommt. Jetzt habe ich mein Telefon nicht ausgeschaltet, das ist ja eine Sache. Das macht gar nichts. Dann übernehme ich die nächste Frage. Die geht jetzt über die Corona-Zeit hinaus. Frau Oh Pastor, Gott. lassen Sie sich Zeit. Dann können Sie schon kurz nachdenkend überlegen. Ich würde gerne wissen, welche der Ich habe jetzt komplett Maßnahmen, ausgeschaltet, Entschuldigung. ja, kein Thema, welche Maßnahmen in dem Thema Gesundheit ist Ihre persönliche Leidenschaftsmaßnahmen, wo Sie sagen, das, die gefällt mir persönlich oder die nutzen Sie auch sehr gerne. Was ist das aus dem Pasco-Hintergrund, was Ihre Also, Leidenschaft anfacht? das ist das Pascogold in meinen Armen. Ganz klar die hochdosierte Vitamin C-Infusion mit B-Vitamin und allem dem, was mir noch tut, ein bisschen Sedativa zur Beruhigung immer. Das tut mir ganz gut. Das liebe ich jede Woche. Es ist mein Lebenselixier und ich glaube auch nur deswegen bin ich so leistungsfähig. Was ich ganz neu lieb gewonnen habe, ist die wöchentliche virtuelle Yogastunde. Diese Stunde ist mir heilig und da mag ich auch gar keinen Termin haben, der mir da drüber gelegt wird, weil das ist einfach ja, eine lieb gewonnene Zeit, wo man einfach auch nochmal ganz anders mit Menschen interagieren darf. Und da sitzt sie gemeinsam auf der Matte, wenn ich das richtig sehe. Das Ja, ist eine genau. Pasco-Yoga-Stunde. Sehr gut. Mit Kamera, das ist bei uns an der Stelle ja Verpflichtung, also weil wir wollen uns ja gegenseitig so ein bisschen sehen und die Lehrerin will uns auch sehen und gucken, ob wir das gut machen. Okay, also gemeinsam sind Sie da im Raum. Sehr schön. Liebe Frau Pasco, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Eindrücke, die wir bekommen haben. 125 Jahre ein Unternehmen, das in der dritten Generation, wenn ich das richtig jetzt wiederhole, Gesundheit nicht nur herstellt, sondern auch Gesundheit nach innen lebt. Also alles andere als der Schuster mit seinen Leisten, sondern das als eine besondere Passion betrachtet. Sie haben uns sehr glaubhaft gezeigt, dass das Ihnen ein persönliches Thema ist. Ich wünsche, liebe Frau Pasco, erstmal den notwendigen Stolz und Freude, dass Sie diesen Sonderpreis 2021 zum erneuten Mal erreicht Vielen Dank. haben, für das ausgesprochen positive Feedback, was Ihre Mitarbeitenden Ihnen gegeben haben und dieses umfassende Konzept, was Sie hier vorgestellt haben. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut in das Jahr und überstehen Sie weiter gut diese wilde Corona-Zeit. Freue mich, Sie dann auf den nächsten Bühnen Great Place to Work zu sehen, als auch ein Unternehmen, das in seiner Unternehmenskultur einfach zeigt, exzellente mitarbeiterorientierte Arbeit zu verrichten. Frau Pasco, Ihnen einen schönen Tag noch, liebe Vielen Dank. Zuschauer, auch Ihnen weiterhin eine gute Veranstaltung. Ihnen auch alles Gute, Herr Schubert. Vielen Dank.